Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zum nächsten Video. Aufstieg. Leute, es gab erst vor zwei Tagen ein Video, jetzt gibt wieder ein Video. Ist doch geil. Ja, Leute, die Saison nähert sich dem Ende zu, der ist schon zu Ende, aber es gibt heute noch Landespokal. Lübeck gegen Flensburg, also in Flensburg. Ich bin noch im Zug in Trapp, glaube ich, noch 10 Minuten, dann sind wir in Flensburg. Mal sehen, was abgeht. Lübeck nimmt viele Fans mit Gästeblock, glaube ich, ausverkauft. Wird ein schönes Spiel, gute Stimmung von Lübeck. Flensburg auch ein paar Leute da. Danke, Hermann, für die Einladung. Ja, ich bin noch müde, ich bin ein bisschen erkältet, aber nichts hält mich auf, Leute, ihr kennt mich doch. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in Weiche. Wir müssen hochfahren. Wir sind da. Schönes Stadion. Weiche ist auch schon dabei. Hermann ist mal aufwärmen. Becker sind auch schon da. Ja, Leute, da habe ich mal gezaubert. Geil. Komm, Hermann, zieh mal einen rein. Ja, du bist halt Abwehrspieler, Hermann. Hat rein mit dir doch. Borniet, passt doch. Leute, Lübeck sind auch da, das sind die Gäste. Und ja, komm Leute, wir wollen den Pokal. Ja Leute, die Ausstellungen sind da. Dominik Hartmann spielt, Marcel Korn und Patrick Herrmann. Ausstellung von Fleiche kommt hier. Lübeck kommt da. Ja, Lübeck sind alle marschiert, glaube ich. Lübeck, gute Stimmen, auch gute Fans. Ich als Kieler Sympathie. Sand muss das natürlich ein bisschen mit zurückhalten. Aber auf ein schönes Spiel heute. Lübeck ist auch verdient in die dritte Liga aufgestiegen. Ja und ja. Gleich geht's los. Ich freue mich. Und ja, noch 20 Minuten durchhalten. Nur ist halt eine Sauerei, dass die Busse abgestellt wurden. Dass ich auch zu Fuß gehen musste, die 2 Kilometer. Das ist echt Quatsch mit Soße. Hymne kommt. Ich kenne gar keine Hymne davon. Noch nie gehört. Das ist Quatsch. Wir wollen, mein Tipp ist, Flensburg gewinnt so 1-0. Mal sehen. Der Bessere soll gewinnen, aber ich bin natürlich für Weiche. Und ja, mal gucken. Wir wollen ein schönes Spiel sehen. Bitte, ruf von. Komm, Dominik. Er hat die erste Ecke weg. Bis jetzt noch 0-0, beide Mannschaften sind nervös, es sind 10 Minuten um, Stimmung ist ganz gut, aber ich stehe hier direkt an der Wand, Leute, mit Ascheplatz hier, aber auch geiler Rasen, ich habe hier selber mal eine Fußballstunde absolviert, ist echt cool, und ja, checkt das Video ab, blende ich euch nochmal hier ein, ja, vamos, ich wusste gar nicht, heute gibt es sogar Verlängerung und Elfmeterschießen, also kann richtig spannend heute werden, Landespokal. Das mit dem Schatten ist echt nervig.
Ja, Mann. Nur heute eine halbe Stunde ist gespielt. Beide Mannschaften haben schon ein paar Chancen, aber beide ziehen sich dann noch ein bisschen zurück. Also ein bisschen abwarten. Keiner möchte jetzt schon den Fehler machen. Und sonst gutes Spiel. Auch Lübeck-Fans sehr gut. Flensburg auch in Ordnung. Ja, bis jetzt ein gutes Spiel, kein schönes Spiel, viele Zweikämpfe. Aber so ist halt Fußball. Wieder faul. Schiedsrichter, dann kippt das Spiel auch. Hat das nicht mehr so das Spiel im Griff, der Mann. Ich dachte, dass der Ball im Tor ist, aber ganz knapp den gut geklärt. Und das wäre das Einzel für Lübeck gewesen. Jubiläums findet nun zusätzlich eine besondere Aktion statt. Bei der 50 Turnierfußbälle im Publikum durch unsere Ballkinder. Maike! 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 Ja, Leute, Halbzeit. Ich würde sagen, Flensburg hat es sehr, sehr, sehr schwer. Lübeck verteidigt auch extrem gut. Und wir hatten auch schon ein paar Chancen. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Egal, wir haben noch eine zweite Halbzeit. Ich glaube, da geht noch was. Aber Lübeck ist natürlich in die dritte Liga aufgestellt. Die kamen was drauf, die Jungs. Jetzt müssen wir uns hochpushen, noch mehr Gas geben. Und ja, Leute, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Was geht ab, Leute? Ich habe hier nochmal einen Spieler gefunden. Lietje, was ist dein Tipp heute? Heute wir gewinnen, klar gewinnen, 2-1, Flensburg weich und dann nehmen wir die Pokal nach Hause. Und wer macht die Tore? Eins von Kramer, zweite von Marcel Kornes. Ihr habt das gehört, auf geht's, weil kämpfen und siegen. Tor für Lübeck, zählt aber nicht gegen Paul-Spiel. Glück gehabt, aber schöner Kopfball. Ja, weiche Fans, wo Lübeck drückt jetzt. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Komm, Conny. Das Tor hat sich nicht angebahnt. Lübeck macht das 1-0 Eckballtor. Wurde nicht gegeben und dann 5 Minuten später Konter, Flensburg. Aber auch ein saftiger Sonntagsschuss. Also den hält man nicht. Manuel Neuer in seiner Prime hat ihn auch nicht gehalten. Trotzdem, Lübeck wird ja auch noch ein Tor machen, bin ich mir ziemlich sicher. Flensburg ist hinten leider zu offen. Und vorne zu inkonsequent. Schweres Wort, aber jetzt habe ich es. Zuschauerzahl ist 3000 ausverkauft. Ich glaube, das erste Mal diese Saison bei Weiche. Ist geil, ist ein schönes Spiel, gutes Wetter, 1-0 Weiche, noch 20 Minuten. Mal sehen. Heute 1-1, Tor für Lübeck. Ärgerlich, Hermann köpft ihn weg, er schießt. Rechts unten platzieren konnte man auch nichts machen. 1-1 vor 6 Minuten, ich glaube, es wird hier in die Verlängerung gehen.
Knackstamm von Lübeck. Die wollen raus, ja. Ja, Leute, Klatschsturm von Lübeck. Die Lübeck-Fans gehen jetzt alle rauf da. Die dürfen ja auch gar nicht erst nach der Siegerehrung. Jetzt kommen die ganzen Polizisten. Sind alle wieder im Block gescheucht. Ja, ich hätte heute auch im Platz sein können. Jetzt Lenzburg das Ding gewonnen. Aber egal, Nackenschlag. Ich war auf Toilette. In der letzten Sekunde dachte ich, passiert nichts. Ein Tor. Scheiße. Vielen, vielen Dank. Gratulieren, sie hat durch einen ganz späten Treffer heute das Double perfekt gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir gratulieren dem Sieger im SHV Lotto-Pokal 2023, dem VfB Lübeck. Den Pokal an den Kapitän des VfB Lübeck, an Tommy Grupe. Wir gratulieren ganz herzlich zum Sieg im Lotto-Pokal, dem VfB Lübeck. Nein, Platzsturm von Lübeck. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an VfB Lübeck für den Pokalgewinn. Leute, hier drauf, alle Plätze drauf. Und ja, ich gehe jetzt schnell nach Hause. Ja, Leute, ärgerliche Niederlage für Weiche Flensburg. Ja, trotzdem liebe Grüße an Lübeck, herzlichen Glückwunsch. Fällt auch sehr schwierig, das zu sagen, aber muss auch Fair Play zeigen. Und ja, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin auch irgendwie maximal gebrochen. Habe mich trotzdem gefreut, sehr viele Freunde und Spieler von Weiche Flensburg wieder zu sehen. Lasst ein Abo da, Leute, haut rein. Leute, auch Kuhgüter Bahnhof Flensburg. Leute, das ist hier, glaube ich, so ein Park. In Flensburg bin ich mir sicher. Wir gucken mal. Aber sieht von Weitem echt ganz nice aus. Sieht ein bisschen aus wie der Schrevenpark. Ich gehe da noch ein bisschen dichter ran. Ja, ist doch ein cooler Park. Das ist wie in Kiel, Schrevenpark. Guck mal, ja, echt cool gemacht. So, Leute, ich weiß nicht, ob ich mich gleich nochmal zu Wort melde. Ich bin sehr bedient. Und ja, mal sehen. Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt wieder in Kiel angekommen. Leute, lasst einfach ein Abo da. Lasst ein Like da. Ich bin noch gebrochen. Weil das war echt blöd, die ganzen Spieler vom Flensburg am Boden zu sehen. So viele Freunde von mir. Egal, weitermachen und nächstes Jahr wieder angreifen. Leute, guck mal, ich muss mit dem Handy Licht machen, weil ich einfach schon im Bett liege. Leute, lasst einfach ein Abo da. Wir sehen uns. Haut rein. You won't get-